Moin zusammen, hier ist euer Henri. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Wir spielen Planet Zoo. Ja, ein wunderbar kleiner, nein, eigentlich nicht kleiner, großer Aufbautitel. Wir bauen einen Zoo ganz in Ruhe, ganz entspannt. Wir schauen hier durch den Eingangsbereich schon in diesen Zoo hinein und ihr seht, hier ist schon einiges los. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet in dieser ersten Folge. Will ich euch unseren Zoo vorstellen. Und zwar sind wir hier in Henris Wildpark. Ein, zwei, oh, schaut mal, unser Luchs, schon ein kleiner Spoiler hier, hatte Nachwuchs, da schauen wir dann gleich mal drauf. Ein paar Worte vorweg, wir befinden uns hier im Sandbox-Modus, das heißt, wir können ziemlich frei, ziemlich entspannt bauen und machen, was wir wollen. Das heißt, der Fokus liegt hier ganz klar darauf, das Spiel zu genießen, sich auszutoben, tolle Habitate zu bauen, die Besucher vor allem aber auch die Tiere zufriedenzustellen. Also ganz entspannte Aufbausimulation. Ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, einen Wildpark zu bauen. Ich musste selber nochmal nachschauen, was bedeutet eigentlich Wildpark. In einem Wildpark steht der Fokus auf heimische Tiere. Ja, schaut euch diese wunderbaren Spinnenhüte an, sind die nicht schön? Jeder von uns will so einen Hut haben, nicht wahr? Also der Fokus in Wildparks steht auf heimischen Tieren. Ich denke, wir müssen das so ein kleines bisschen ausweiten. Ansonsten wird das mit den heimischen Tieren, beziehungsweise mit der Tiervielfalt hier in dem Zoo, etwas knapp. Oh, da müssen wir mal glatt eingreifen. Es ist ein... Nein, nicht schneller. Ein Tier ist entkommen. Oh Gott, der Bär ist entkommen. Leute, was... Wo ist er denn? Wo ist der Bär entkommen? Der ist doch da drin. Wo sind die anderen? Oh Leute, jetzt werde ich hier aber direkt mal... Ich wollte euch das auch alles in Ruhe zeigen. Und wo ist der raus? Ja, und die Luchse sind gestresst. Sozialverhalten. Ich glaube, hier sind zu viele Leute. Da müssen wir bei Gelegenheit auch noch mal was machen. Aber jetzt spoilere ich euch schon total. Das wollte ich doch alles nicht. Das müssen wir uns doch dann noch mal in Ruhe anschauen. Also wir waren beim Thema Wildpark. Kommen wir hier wieder rein? Ne, müssen wir durch den Haupteingang gehen. Dann schauen wir mal hier oben so ein bisschen vom Dach. Dann können wir schon mal ein bisschen luschern. Also Wildpark, heimische Tiere. Wir werden das Ganze so ein kleines bisschen ausweiten müssen, denke ich mal. Ansonsten haben wir hier zu wenig Tiere, das heißt, wir werden uns ein bisschen auf die ja, Tiere. Ich habe hier das Gebiet so Tundra ausgewählt, meine ich. Tundra Tiger. Also wir werden uns ein bisschen dann auf die Wildtiere der nördlichen Hemisphäre beziehen. Vorweg, kleine Anmerkung zum Thema Zoo. Mir ist durchaus bewusst, dass Zoos ja durchaus auch so ein ambivalentes Thema sind. Ich persönlich finde es auch nicht schön, jegliche Lebewesen irgendwo in einer Art von Gefangenschaft zu halten. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie so, man kann auch nur schützen, was man kennt und wofür man sich begeistern kann. Und ohne Zoos würden eben viele heimische Tiere oder viele Tiere allgemein keinen Lebensraum mehr auf diesem Planeten haben. Was sehr, sehr schade ist, was Zoos zu so einer Art notwendigen Übel macht, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Also Zoos. Aus meiner Sicht leider wichtig zum Thema Arterhaltung und um eben Menschen Tiere näher zu bringen, damit sie diese schätzen und lieben lernen, überhaupt erst kennenlernen und dann auch für schützenswert erachten. Ja, so ist es leider aus meiner Sicht. Von daher werden wir hier auch in diesem Zoo einen Fokus setzen auf vielleicht gefährdete Tiere und werden uns da an diversen Auswilderungs- und Artenschutz, Projekten auch, soweit es geht, beteiligen. Ja, und ansonsten denke ich, können wir jetzt mal starten. Ich wollte eigentlich mit so einer kleinen Tour beginnen. Machen wir das mal. Also wenn man hier sieht, Eingangsbereich, hier kommen die ganzen Leute rein. Es sind auch schon eine ganze Menge, fast schon 1000 Leute bei uns im Zoo. Und zuerst mal das Klo. Das ist ganz wichtig. Hier haben wir ein kleines Restaurant und dann kommt man hier so eine Art, ja, Hauptstraße, sag ich mal, entlang. Oh, die flüchten alle vor den Bären. Haben wir vielleicht den Bär gefunden? Eieieiei.
Die Beeren sind los. Leider ist es jetzt auch nachts. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen gut erkennen. Hier so ein bisschen Parkanlage. Dann haben wir hier ein Vivarium. Hier haben wir auch schon ein heimisches Tier drin. Gucken, ob wir sie jetzt gerade finden können. Na, wer was entdeckt, sagt Bescheid. Hier müssten eigentlich. Da ist einer, oder? Genau. Hier sind drei kleine Feuersalamander drin. Denen geht es auch soweit gut, denen geht es wunderbar. Das ist sehr schön. Hier haben wir ein erstes Habitat und hier sieht man auch schon, was hier drin sind. Da sind Dachse drin. Schauen wir uns später nochmal in Ruhe an. So ein bisschen angelegt habe ich das mit ja, verschiedenen Büschen, Versteckmöglichkeiten. Hier haben die tatsächlich auch einen Bau, wo man reingehen kann. Was ich eigentlich ehrlicherweise sehr cool finde, der sehr genutzt wird. Schaut euch das an. Da sitzen sie in ihrem Bau sehr, sehr schön. Dann haben wir hier unsere. Hier sind noch so ein paar fürs Wohlbefinden der Gäste. Hier ist was abgesperrt. Hier soll schon was Neues entstehen. Und hier haben wir dann auch ein Habitat. Ich weiß nicht, irgendwie ist das bisher sogar mein Lieblings. Habitat, muss ich gestehen, hier haben wir eigentlich unsere Luchse, die jetzt gerade auch Nachwuchs bekommen haben. Da schauen wir doch mal drauf. Der alte Baran, er ist jetzt nochmal Vater geworden und jetzt ist er aber auch unfruchtbar. Wo ist denn unser kleiner Babyluchs? Und da ist er. Sehr gut. Schaut mal. Süßer Kleine. Ansonsten. Hier, glaube ich, soweit alles in Ordnung. Ich glaube, was sie stresst, sind wirklich die vielen Zuschauer, die vielen Besucher. Immer mal wieder. Es gibt eigentlich genug Rückzugsmöglichkeiten. Ich habe die Habitate auch immer so gestaltet, dass ich hier die Shelter, also die Rückzugsmöglichkeiten, so in den Hintergrund gesetzt habe, dass die Tiere auch wirklich da die Möglichkeit haben, hier zum Teil noch so ein bisschen blickgeschützt und so, auch wirklich die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Aber ich glaube, das sind mittlerweile. Zum Teil einfach zu viele Besucher vor den Scheiben. Von daher werden wir hier gleich mal was machen. Wir werden die Barriere mal bearbeiten und dann werden wir das hier mal durch einen Einwegspiegel ersetzen. Macht der auch noch einen Kletterschutz? Ja, ich glaube, der ist eh nicht begehbar. Genau, das ist auch so schon die richtige Richtung. Nicht erklimmbar. Okay, alles klar. Und dann schauen wir mal, wie sich das dann mit dem Stress der Luchse weiter auswirkt. So, dann eben schon hier sich in den Vordergrund geschlichen. Und hier schon eine Tierart. Ich hatte euch angekündigt, einige, die stark gefährdet sind. Wir haben hier, wo sind sie denn? Das ist. Aber eigentlich sollte es das Tier sein, was entkommen ist. Das kann doch nicht sein. Ich meine, er ist doch hier. Das ist Rashid, unser Isabellbär. Isabellbären, offensichtlich sehr vom Aussterben bedroht, leider. Die haben auch schon Nachwuchs bekommen, was eigentlich sehr, sehr schön ist. Also da können wir auch eine zeitnah eine Auswilderung beginnen. Jetzt schauen wir mal. Wo ist denn die gute Vanya? Okay, die gute Vanya, das ist nämlich die Mama. Die liegt hier hinten in ihrem Shelter. Da ist alles gut. Und Naira, das ist das Töchterlein. Die ist hier, die Kleine. Und jetzt weiß ich nicht ganz genau, warum er hier als ausgebrochen gilt. Oder ist er schon wieder eingefangen? Aber es ist natürlich auch die Frage, wo ist er entkommen? Also, das müssen wir uns mal anschauen. Ich habe dieses Habitat jetzt schon einige Zeit. Entkommen ist hier eigentlich bisher noch niemand. Ja, der Zaun ist nicht besonders hoch, aber der gilt als nicht erklimmbar. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass der woanders drauf geklettert ist und von da aus über den Zaun. Also, vielleicht hier auf diese Steine. Die sind noch nicht so lange da. Das müssen wir mal beobachten. Das ist vielleicht ein Problem. Dann müssten wir die noch mal ein bisschen. Verrücken, auch die hatte ich hier so ein bisschen hingepackt, ne? Als Bärenhöhle, wenn man so will, und auch nochmal als zusätzlicher Sichtschutz, wobei auch die Bären hier schon diese Einwegspiegel haben, damit sie von den vielen Besuchern hier nicht gestört werden. So, und dann schauen wir mal auf das letzte Habitat, was wir bisher
hier haben, das sind unsere Timberwölfe. Denen geht es hier auch wunderbar. Da sind einige allerdings schon relativ alt. Mal schauen. Wir gucken mal auf den Tierbestand. Ja, wobei es geht. Waldo und Welsi, die sind relativ alt. Ich weiß nicht, ob sie das Alpha-Pärchen sind. Das ist tatsächlich auch schon ein Jungtier. Und dann habe ich da. Und Wyatt ist auch ein Jungtier. Und jetzt mal zwei neue hier mit in das Rudel gebracht, die leider auch schon relativ alt sind, damit da mal so ein bisschen frisches Blut reinkommt. So, jetzt gucken wir nochmal gerade hier bei der Zeit, dass wir normale Geschwindigkeit haben. Ja, das soweit unsere Zoo hier sozusagen in der Übersicht. Hier sind jetzt nur noch so die Gebäude der Mitarbeitenden. Ich habe es auch immer so gemacht, dass ich Tierpflegerhütten immer in die Nähe der Gehege gestellt habe, damit die Tierpfleger, wenn sie dann Fressen für die Tiere besorgen, die Tiere versorgen müssen, immer nicht besonders weit laufen müssen. Dann gibt es ja hier diese technischen Anlagen, wo man aufpassen muss, dass man die nicht zu nah an die Wege, auch die die Besucher benutzen, heranbaut. Die habe ich immer so ein bisschen in den Hintergrund gesetzt. Ja, und ansonsten. Lass uns jetzt mal überraschen und beobachten nochmal unseren Bären. Also wo sind die? Die sind alle aus dem Zoo geflohen. Okay, also die sind jetzt hier noch gestresst. Das müsste sich aber doch eigentlich wieder erholen jetzt, oder? Es geht sogar weiter runter. Ne, jetzt steigt es wieder. Okay. Ah, schaut mal hier. Wird gerade hier hochgeklettert und direkt aber auch wieder runter. Jetzt ist er schon wieder entkommen. Okay, jetzt müssen wir uns. Das muss ja jetzt ganz frisch sein. Wo ist der Gute? Haben wir hier etwa ein Problem, Bär? Gibt's doch nicht. Ne, tatsächlich. Er muss irgendwie über diesen Shelter hier, hier hochkrabbeln und dann da raus. Ja, dann müssen wir direkt mal einen Tierarzt suchen, dass er den wieder einfängt. Interessant, also das dauert ja ewig. Also ist jetzt nicht so, dass die das seit kurzem jetzt erst hier so stehen. Tja, was machen wir jetzt? Eigentlich können wir ja nur die Barriere einmal drumherum. Und dann werden wir die insgesamt ein bisschen erhöhen, in der Hoffnung, dass das dann ausreicht. Und das werden wir jetzt mal beobachten. Wo ist er denn, der Gute? So, wo ist der Tierarzt? Da ist der Tierarzt doch schon. Jetzt ist er dran vorbeigelaufen. Eieieiei. Die Bären sind los. Da ist der Tierarzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und eingefangen. Jetzt wird er wieder verlegt. Na gut, und dann müssen wir das mal. Ah, die flüchten jetzt alle reihenweise aus unserem Zoo. Uiuiuiui. Naja, die müssen erstmal alle wiederkommen. Ja, wir können das einigermaßen erkennen, doof gerade, dass gerade jetzt Nacht ist. Kann man das vielleicht auch ausstellen? Ja, Sonne geht ja gerade wieder auf. So, dann. Beobachten wir mal unseren Bären hier. So, wo läuft er jetzt hin? Sein Zustand. Stabiler. Ah, es gibt nicht genug Rückzugsorte. Okay. Fehlt ihm einer, weil das Jungtier jetzt mit dabei ist? Ja, dann müssen wir hier vielleicht noch mal einen platzieren. Da haben wir ja durchaus noch Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier mal ein, kopieren den dann und schauen mal, dass wir den.
Ja, vielleicht hier noch so mit zustellen können. Stellen wir den hier so ein bisschen hier mit rein. Schaut, jetzt ist er hier gerade unterwegs an dieser, in dem Drehfutterspender. So, wie sieht es denn jetzt aus? Es gibt nicht genug Rückzugs. Das ist aber auch interessant, dass die sind schon länger so gemeinsam in diesem Gehege. Lauf, lauf weg, das Tier ist entkommen, ja. Zu dritt mit dem Jungtier. Jetzt haben wir hier einen weiteren Rückzugsort. Tja, das müssen wir noch mal beobachten. Schon mal der Kleine hier im Wasser unterwegs, oder die Kleine besser gesagt. Sehr schön. So, Kollege, du bleibst jetzt aber hier, gell? Jetzt frisst er hier aus dem, aus diesem Futterspender raus. Sehr gut. Gut, das müssen wir beobachten, sobald hier die Kleine ausgewachsen ist. Ist es ohnehin so ein bisschen eine Problematik, sag ich mal. Weil die Bären nur, ich sag mal, zu zweit maximal ein Männchen, ein Weibchen gehalten werden können. Ihm fehlt der Rückzugsort für die anderen beiden. Sieht sie das genauso? Ja. Kriegen wir hier sonst noch einen hin? Ich meine, dann ist das auch so zugekleistert, aber. Hier noch so einen dazu platzieren. Dann haben sie hier hinten so ein bisschen ihre ruhige Ecke. Jetzt ist das bei 60%. Also da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, zumal das schon mit zwei Rückzugsorten eine lange Zeit bei 100% war. Gut, bin ich im Moment, wie gesagt, so ein kleines bisschen überfragt. Was wir jetzt hier noch machen können, ist, dass wir hier, sagen wir mal, gerade filtern. Die kommen mal aus, diese Bären kommen aus Asien und dann, nee, nicht Tropen. Tundra Tiger, das ist so die Richtung. Und dann noch so ein paar schöne Steinchen, die wir vielleicht so als Sichtschutz hier mit platzieren können. Ah, die sind relativ klein. Ein Timberwolf ist gestorben, ja. Da waren ja einige schon etwas höheren Semesters. Haben wir hier noch so ein bisschen Sichtschutz und die können sich ja nicht auf den Baum, den Stein. Nein. Können sich hier noch so ein bisschen besser zurückziehen. Und der Wolf ist verstorben. Welsi ist gestorben, ja. Wird schon eingetütet. Ja, auf Wiedersehen. Well, sie. Genau, jetzt kann man das auch hier schön sehen bei den Timberwolfen. Andere werden sich dagegen bald paaren. Das ist auch sehr schön. Hier wollte ich noch mal ein bisschen was machen. Die brauchen, wenn man mal hinschaut, nicht mehr Bepflanzung. Das ist für die ausreichend. Trotzdem finde ich, dass das eigentlich ein bisschen karg aussieht. Und deswegen schauen wir mal gemäßigt. Tiger und Tundra. Gott, oh Gott. Hier muss dann dringend ein Tierpfleger her. Die Sauberkeit. Aber seit. Leute, die ganzen Probleme sind neu. Das war. Das war vorher nicht. Mann, oh Mann, oh Mann.
er ist hier schon arg beschäftigt, hilft nichts. Dann werden wir hier erstmal noch Tierpfleger einstellen, weitere, die sich dann auch mit darum kümmern können. Hier gibt es erstmal frisches Futter. Sauberkeit und Rückzugsort. Jetzt haben wir zwei Rückzugsorte dazugepackt. Oder sind die dreckig und die wollen die deshalb nicht nutzen? So, er müsste jetzt hier sauber machen, ne? Na komm. Mach mal deine Notizen da fertig. Hat er das jetzt sauber gemacht oder nicht? Ah ja, hier ist jemand unterwegs. Okay, wunderbar. Hier wird auch einer unserer Dachse bald erwachsen. So, was sagt denn unser Tierarzt? So, sie sind soweit zufrieden. Stabiler Rückzugsort. Es ist mir ein Rätsel, Leute. Die haben bisher immer in diesen Dingern gepennt und haben das genossen. Kommen die da nicht mehr durch? Kann doch auch nicht sein, oder? Es gibt doch hier auch diese Heatmap, wo man bei den Tieren nicht Zucht. Ja, die habe ich noch nicht ganz gefunden, wo man so die Zugänglichkeit sehen kann. Ich meine, die sind grün. Hier beim Tierwohlbefinden, das ist soweit alles in Ordnung. Aber ihr seht, das lässt mir irgendwie keine Ruhe hier mit dem Rückzugsort. Also wenn ihr da nochmal eine Idee habt, schreibt das gerne mit in die Kommentare. Die kommen doch da hinten hin, oder? Baum wird doch hier auch nicht im Weg sein. Okay, aber ich habe mich ablenken lassen. Wir wollten bei den Timberwölfen. Und zwar, genau, hier wollte ich ja nochmal schauen. Asiatisch wahrscheinlich müssen wir hier aber dann eher auf europäisch gehen. Tiger Tundra, ich denke, das passt soweit. Und dann suche ich eigentlich so Bäume. Ja, vielleicht sowas so. Ah, Timberwolf wird auch bald Nachwuchs haben. Hier sowas in der Art, was hier einfach noch so ein bisschen Abwechslung mit reinbringt. Hier sind sie mir übrigens auch abgehauen. Ich hatte hier so ein bisschen was hügelig gemacht. Und dann sind die von hier aus über den Zaun gesprungen. So eine Frechheit. Da muss auch da der Zaun so ein bisschen erhöht werden. Habe ich das gleiche? Nee. Du bist eine Waldkiefer und du auch. Ne, okay. Das gleiche, nur etwas andere Art, wenn man so will. So, das sieht doch insgesamt dann schon so ein bisschen besser aus. Sie haben ja auch gerade frisches Futter bekommen. Schaut, hier ist der kleine Wolf, hat da gerade seine Köttel hingemacht. Wyatt. Ich glaube, wir hatten schon mal einen, der Wyatt hieß. Na gut. Ja, also meistens gestalte ich die Gehege, wie gesagt, so, dass ich vorne so ein paar Sachen mache, dass auch die Besucher schön was sehen können und dann die Rückzugsorte so hier in den Hintergrund. Schauen wir hier nochmal drauf. Hier sieht eigentlich alles in Ordnung aus. Und wenn wir uns die einzelnen Tiere anschauen, ja, hier ist wirklich alles. Bei den Wölfen, hier ist alles perfekt. Schauen wir mal bei den Luchsen rein, was jetzt hier das Thema Stress macht. Der Marco ist jetzt auch Mitglied eines Rudels, das ist doch auch sehr schön. Ja, hier ist das Thema Stress jetzt auch unten. Das waren wirklich die Scheiben, denen waren das zu viele Besucher. Und hier gibt es weiteren Nachwuchs bei den Timberwölfen. Sehr gut.
Also im Moment kleine. Jetzt sind wir wieder bei 56%. Hier haben sie sich jetzt auch reingelegt. Die sind wieder gestresst, obwohl die auch schon Einwegspiegel haben. Also wenn ihr es mal schaut, hier von der Seite, sieht man sogar, kann man nicht rausschauen. Aber das Stresslevel geht auch schon wieder zurück. Naja, gut. Also kleine Problembären, darum müssen wir uns irgendwie kümmern. Und ansonsten vielleicht noch mal ein, zwei Worte so zum allgemeinen Vorgehen. Ich denke, was nicht ganz so spannend ist, ist ja, dieser Bau der Habitate kann schon zum Teil relativ aufwendig sein. Von daher ist mein Ziel, ich werde das so machen. Ich werde zum Teil Habitate vorbereiten. So in den Grundzügen, hier hätte ich schon mal angefangen mit so ein bisschen, naja, misslungenem Terraforming, das wollen wir nochmal schön machen. Und also werde ich die so in den Grundzügen vorbereiten, werde dann mit euch zusammen sozusagen die Tiere da reinsetzen und dann werden wir diesen ganzen Feinschliff zusammen machen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Mittelweg, dass ihr da nicht zu viel verhältnismäßig langweiligen. Ein Spiel auf Besuch. Aha, sehr schön. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, habe mich wieder ablenken lassen. Also damit das für euch auch entsprechend spannend bleibt, das dann mit zu beobachten. Und wenn es dann um die Tiere und um die Detailgestaltung der Habitate geht, ich denke, das ist dann eine Sache, die ist dann doch durchaus spannend. Gut, ansonsten, ich denke, das Ganze hier wird auch eine Art, ja, Gelegenheits-Let's Play. Es wird hier nicht täglich irgendwo eine Folge erscheinen. Ich glaube, das würde dann auch zu schnell ein bisschen langweilig werden. Für mich ist das auch so ein bisschen Ablenkung und Abwechslung. Von daher mal schauen, wie ich es hinkriege. Ziel ist vielleicht so zwei Folgen in der Woche, vielleicht so entspannt Richtung Wochenende am Nachmittag oder sowas. Ja, so Samstag, Sonntag, Freitag, Samstag oder irgendwie so in der Form müssen wir mal schauen. Okay, nun aber genug der Vorrede. Wir genießen dann hier nochmal den Blick auf unseren kleinen Dachs. Nein, Dachs nicht. Lux auf unsere Daya. Schauen wir uns die nochmal an. Aus der Nähe. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge hier bei Planet Zoo mit dabei seid und sagt, bis dahin, macht's gut. Euer Henri.